Hallo Freunde und willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge My Draft Spaßkasten mit mir, dem Battles. Guten Tag. Heute werden wir auf jeden Fall wieder Spaß machen, ne? Wie kriegen wir den Spaß denn heute wieder hin? Wo werden wir den nächsten Adrenalinkick wieder bekommen? Wo werden wir den ganzen Spaß erleben können, den wir die ganze Zeit haben wollen? Frag mich nicht, okay? Denn wir werden nämlich heute diesen Baum hier fällen. Oh ja, wird uns das den Adrenalinkick geben? Oh ja, ich gebe es diesem Baum. Oh ja, oh mein Gott, habt ihr das gerade eben gesehen? Das war der größte Adrenalinkick, den ich in meinem letzten Lebensjahr schon hatte. Okay, ich laber Schrott. Ich geb's zu. Okay, heute machen wir auf jeden Fall was anderes. Heute werden wir natürlich keinen Adrenalinkick durchs Bäumefällen bekommen, sondern wir werden nämlich heute mit unserer Diamond Shovel erstmal hier ein bisschen das Gras weglotsen. So, vielen Leuten ist wahrscheinlich schon was aufgefallen. Ha? Warte mal, falls es ein paar Leuten noch nicht aufgefallen ist, ich zeige euch nochmal, wo wir stehen. Ja? Das hier ist unser Haus. Ja? Das hier ist unser Haus. Das hier ist unser Teich. Ja? Dieser Teich. Da ist dieser Wurm, der die ganze Zeit hier drumherum tanzt. So, und für die Schlaumeier dürften doch irgendwelche, dürften doch irgendwas bemerken. Haben, ha? Hier, seht ihr das hier irgendwie? Ne? Das hier? Ne? Was fällt euch auf? Ist hier nicht irgendwie zufällig irgendwas? Stand hier nicht mal irgendwann was? Ha? Fällt euch das nicht irgendwie auf? Irgendwas Cobblestone-mäßiges oder sowas in der Art? Nein? Ist euch nichts aufgefallen? Okay, mir auch nicht. Okay, gut, ich gib's zu. Es ist was passiert im Modpack. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, habe ein bisschen geguckt, ne? Und was weiß ich. Und ich habe mich für einen großen Punkt entschieden, den ich euch nochmal mitteilen wollte. Ja, es sieht so aus. Ich habe den Pokémon-Mod rausgenommen. So, Pokémon-Mod rausgenommen. Warum? Ja, viele Leute fanden den super langweilig. Ja, viele Leute interessieren sich nicht für Pokémon auf meinem Channel. Und das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich nicht. Doch, ich akzeptiere es. Okay, wisst ihr was? Ich habe es einfach selber eingesehen, dass ich habe versucht, so ein bisschen meinen Zuschauern so das Thema Pokémon und sowas zurechtzubringen, ja? Und das jetzt nochmal kurz zum Abschluss zu bringen. Viele Leute haben da ja auch gesagt, hey Roman, okay, alles klar. Pokémon ist nicht so mein Ding, ist mir egal. Ich gucke jetzt keinen Spaßkasten. Ist schon okay, aber ist doch nicht okay. Deswegen habe ich Pokémon einfach mal wieder rausgenommen, weil ich habe nämlich einfach gemerkt, Pokémon kann ich ja selber so auf meinem Kanal spielen. Dann klicken das die Leute an, die irgendwie Pokémon mögen, ja, weil es ja ein Pokémon-Video ist, aber wenn jemand ein Minecraft-Video andrückt, aber Pokémon nicht mag, dann zwinge ich ihn sozusagen im Spaßkasten Pokémon zu gucken, weil hier nämlich der Pokémon-Mod drin war. Deswegen habe ich mich einfach und Dings entschieden, einfach die Pokémons hier rauszunehmen und einfach Pokémon separat im Pokémon-Spiel zu machen und Minecraft in Minecraft zu spielen. Ihr versteht, was ich meine. So, jedenfalls sieht es jetzt so aus, dass ich jetzt natürlich hier diese Cobblestone-Mine entfernt habe, beziehungsweise die ist jetzt nicht mehr vorhanden, ja, dann sind hier nämlich die ganzen Bäume verschwunden. Und zwar waren nämlich von Minecraft Pokémon Mod, waren nämlich die ganze Zeit diese Bäume da, die hier herausgestrahlt haben mit ihren wunderschönen, wunderbaren Beeren und so ein Zeug, ne? Die hier sind übrigens übrig geblieben. Das waren, glaube ich, auch gar nicht welche vom Pokémon Mod. Und diese ganzen Bäume sind jetzt alle weg, ja? Es sieht jetzt so aus, wir müssen jetzt wahrscheinlich damit leben. Das ist jetzt nicht unbedingt so schlimm, ja? Wir haben übrigens die Pokémon-Rüstung haben wir immer noch, ja? Das ist mir egal. Also, um ehrlich zu sein, erkenne ich hier drin kein Pokémon, ja? Könnt ihr hier irgendwie wo ein Pokémon sehen. Ist das etwa ein Pokémon für euch? Oder ist das hier ein Pokémon für euch? Weil das hier soll nämlich da tatsächlich ein Pokémon darstellen. Okay, gut. Hier erkenne ich tatsächlich eins drin, aber ein unerfahrener Pokémon-Spieler, der nicht weiß, was das ist, der weiß das nicht. Okay? Wenn du dir das jetzt unbedingt anguckst und du hast noch nie das Pokémon gesehen, dann merkst du nicht, dass es irgendwie ein Pokémon ist, sondern es ist irgendwie einfach nur eine hässliche Rüstung. So. Und damit hat sich einfach die Sache eigentlich geklärt, ja? Das heißt, die Pokémon-Mods sind jetzt draußen. Das Leben ist hart. Die gute alte, hier, wie hieß sie nochmal? Warte mal, die Betty K. Walgreen. Die wird wahrscheinlich jetzt ihr Leben genießen können und alles ist wunderbar. So, wir haben übrigens hier das Schild vom Postmann nicht entfernt, weil der Postmann ist nämlich jetzt auf Urlaub, weil der Pupi da sitzt, der hat jetzt wahrscheinlich hier übernommen, ne? Der hat sich einfach mal gegönnt. Das heißt also, wir haben also hier hinten jetzt ein bisschen mehr Platz. So, der Grund, warum wir da überhaupt jetzt so eine kleine Fläche haben, weshalb wir da jetzt irgendwie so eine Fläche überhaupt abgetragen haben, ist der Grund, weshalb ich heute euch zeigen möchte, was ich da hinbauen möchte. Weil wir haben nämlich jetzt diesen Tag erreicht, wo tatsächlich das Lager irgendwie nicht groß genug ist, aber ich möchte das jetzt heute ein bisschen demonstrieren. Und zwar möchte ich euch nämlich Zuschauern zeigen, wie man denn nämlich ein Lager bauen kann, ohne überhaupt viel bauen zu können. Ja, ich verspreche ja die meisten Leuten immer, dass ich in Videos nicht baue, sondern dass wir hier mal, es ist ja so, ja, wir sind ja im Spaßkasten. Ja, und im Spaßkasten, was tut man da? Richtig, man hat Spaß, okay? Und was macht man? Das heißt, man baut nicht, ja? Weil bauen ist meistens nie Spaß, ja? Weil bauen hat immer mit Arbeit zu tun und Arbeit bedeutet keinen Spaß. Deswegen brauchen wir den Spaß und wir brauchen ja den Adrenalinkick. So, wie die Hyperaktiven, Alter. So, also das heißt, wir nehmen jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen, zack, bum, bam, ein bisschen die guten alten Planks hier hin, dann die Planks da hin, dann die guten alten Sticks natürlich in die Mitte und dann bekommen wir dadurch die guten alten Oak Fences.
Gutes. So, und da werden wir jetzt natürlich die Kombination fragen. So, viele Leute werden sich jetzt natürlich bei den guten alten Double Poopies hier fragen, was soll das, Roman? Was wirst du hier für ein kleines Kistensystem hinbauen, was super simpel sein wird? Ich erkläre es euch einfach mal ganz simpel. Ich werde wahrscheinlich die Kisten im Nachhinein irgendwie nochmal alle hinbauen, aber was ich mir einfach gedacht habe, ich werde hier wahrscheinlich ein bisschen noch mit der Fläche herumarbeiten, herumexperimentieren, aber natürlich offscreen, damit ihr das nicht unbedingt mit angucken müsst. Aber ich baue jetzt ehrlich gesagt ein ganz kleines, simples System hin, was einfach gut klappen wird. Warte mal, das heißt, wir nehmen nochmal kurz hier die Axt mit, ja, die Axt bauen wir kurz ab, so, dann bauen wir hier so, ne, dann bauen wir da so und dann hier nochmal so, das sieht auf jeden Fall ganz cool aus, dann so, dann bauen wir hier so, da so und dann hier wieder so und dann bauen wir wieder, zack, den Baumstamm nach oben, dann hier und dann hier und dann haben wir nochmal den letzten Baumstamm hier, dann da und dann hier und dann haben wir hier schon mal so diese wunderbaren, super coolen Dings-Abgrenzungen, ja, und ich habe mir einfach mal gedacht, diese Abgrenzungen sehen eigentlich ganz cool aus, um das irgendwie so ein bisschen abzugrenzen, ne? Und dann mit den Fences, die wir gebaut haben, habe ich mir eigentlich gedacht, dass wir die irgendwie so hier dran platzieren, so, dann sieht das hier alles nochmal ein bisschen cooler aus, ja, ein bisschen fresher, dann sieht das irgendwie so aus wie so ein kleines Kistengebiet, was wir uns hierher gezaubert haben. Und binnen Sekunden haben wir uns dann so ein kleines Kistengebiet hier hingebaut, wo man dann ganz gechillt, wenn man halt eben zur Crafting Bench geht und dann gönnt man sich hier, zack, bum, bam, so, ratatatata, so und dann hat man hier halt eine kleine Chest am Start und dann ist es hier super gemütlich und super chillig, ja. Und dann werde ich wahrscheinlich hier nochmal ein paar viele Kisten hinhauen, weil nämlich die ganzen Kisten in unserem Haus natürlich wieder alle super mega voll sind, ja. Ist, ja gut, habe ich gerade eben gesagt, dass die Kisten super mega voll sind und hier vor mir steht eine leere. Ja gut, das habe ich. Ja, okay, ist jetzt egal, ne? Das heißt, wir können nochmal kurz hier reingucken. Dann müssen wir hier nochmal kurz ein bisschen sortieren mit unseren wunderschönen Sortiergeräten hier. Oh, das Leben ist hart. Wir müssen hier überall ein bisschen sortieren. Aber ich muss schon sagen, der Sortiermod, ja, ist natürlich schon mal eine wunderschöne Sache für sich. Da kann man natürlich ein bisschen was bauen. Der gute alte Hundi schaut uns natürlich auch noch dabei zu, ne? Kleiner Hundi, was ist denn los mit dir, ha? Hast du etwa gerade eben meine neue Sortierkistenmaschinengerät-Dingsterbumster da gesehen, ne? Ich habe eine Idee, was wir da hinbauen können. Falls sich jemand damit auskennt, ja, beziehungsweise ich schaue mir einfach ein Minecraft-YouTube-Tutorial an, ja, werde ich hier wahrscheinlich irgendwie ein eigenes, automatisches Kistensystem hinbauen, ja? Was haltet ihr davon? Werde ich ein automatisches Kistensystem irgendwie super cool, wo irgendwie, die Items selber sortiert werden oder sowas in der Art? Ob ich das hinbekomme, fragst du dich? Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich werde es wahrscheinlich versuchen. Und ob es klappen wird? Nein, wahrscheinlich nicht, aber es wird wahrscheinlich lustig werden. Okay, so, was machen wir heute noch so? Allerdings, habe ich halt eben jetzt wegen diesen ganzen Baum Aggregaten, die jetzt halt eben ein bisschen verschwunden sind, habe ich mir gedacht, dass ich natürlich heute was dagegen tun muss. Und zwar snacken wir uns jetzt erstmal ein bisschen was an der guten alten Bone Meal Geschichte hier. Und dann haben wir da nochmal ein bisschen Bone Meal am Start und werden hier wahrscheinlich erstmal kurz das Holz loswerden, weil wir nämlich gar nicht mal so viel Platz haben. Ich weiß, eigentlich brauche ich ja den guten alten Dirt Backpack Mod, was weiß ich, ne? Aber da bin ich ein bisschen faul zu, denn wir nehmen jetzt erstmal wieder ein paar gute alte Saplings und so ein Zeug mit und werden einfach mal dafür sorgen. Ich habe nämlich super viele und die ganzen Bäume kennen wir nämlich noch gar nicht. Warte mal, hier haben wir noch welche, da haben wir noch welche. Was haben wir hier noch? Skyroot, Golden. Alter Vater, das sind noch welche aus der guten alten Ether-Dimension, wo wir eigentlich nochmal hingehen müssen, weil es dort nämlich auch super viele coole Sachen gibt. Hier haben wir übrigens noch Hanfsamen, die wollten wir eigentlich auch noch anbauen, aber müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. So, wir haben hier zum Beispiel Redwood Saplings. Ja, wir können ja mal gucken, wo wir die Redwood Saplings hin platzieren können, um natürlich die meiste Schönheit aus unserer Sache hier rauszubekommen, weil dort, wo wir jetzt gerade bauen, sind die Bäume natürlich ein bisschen Mangelware, ja. Ist natürlich jetzt kein Geheimnis jetzt mal unter uns, ne. Das heißt, wir versuchen mal hier ein Redwood Sapling zu machen, wobei ich habe sogar Angst, dass das ein riesiger wird, deswegen werde ich hier einfach mal einen kleinen erstmal hin platzieren. So ein, und der wird sich hier wahrscheinlich ein bisschen wohler fühlen. Oh, ein kleiner gelber Baum. Und das Wunderschöne dran ist, wir haben hier diesen Mod drin, dass unsere Bäume natürlich hier ganz gechillt die Dingsterbumster haben, die Fähigkeit Blätter fallen zu lassen. Hier haben wir ein Willow Sapling. Mal gucken, was der gute alte Willow Sapling so kann, ne? Da wird wahrscheinlich jetzt ein wunderschöner Baum raussprießen, wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, ob ich den wirklich hier hin platzieren möchte. Wir könnten den aber, doch, wir müssen ja eigentlich die Lücke hier schließen. Mal gucken, was aus dem Willow Sapling wird und okay, ist jetzt wie so eine Art Dings-Sumpfbaum oder sowas geworden. Ist nicht unbedingt der hübscheste, vielleicht werde ich den irgendwann mal ändern, aber fürs Erste lassen wir den jetzt erstmal. Okay, mal gucken,
gucken. Wir haben hier auch noch einen Pink Cherry Baum. Ja. Pink Cherry Baum können wir theoretischweise gleich neben unserem wunderschönen Kran hin platzieren. Ja. Der Kran ist natürlich bekannt aus Folge 749. Ne, keine Ahnung, welche Folge das mehr war. Aber hier kommt auf jeden Fall ein kleiner Cherry Baum hin, um natürlich die wunderschöne Dynamik vom Kran hier ein bisschen zu verschönern. Außerdem müssen wir noch irgendwie dafür sorgen, dass wir irgendwie das Wasserrad an die Mühle irgendwie anschließen, damit wir da noch mehr Energie reinbekommen. Und dann müssen wir auch in anderen Folgen nochmal schauen, dass wir da vielleicht die Energieübertragung ein bisschen heftiger machen. Ja? Außerdem möchte ich hier gerne wieder einfach die Bäume wieder an die alte Stelle hier hinmachen, dass ich hier weiterhin Bäume bedingt gepflanzt habe, ne? Damit wir hier natürlich super schauen können. Warte mal, wir könnten doch einfach mal einen goldenen und einen Skyroot hier hin platzieren. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Warte, das heißt hier erstmal ein Dings hier und den hier dahin und dann einfach mal ganz gechillt hier so machen. Oh, oh, das sieht so aus, als ob das nicht klappt. Oh, oh, die fressen mir ein bisschen zu viel Bone Meal. Ah, das ist nicht so gut. Oh Gott, der ist jetzt abgegangen, okay? Der wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich irgendwie so eine Art Rasse oder Klasse, die man irgendwie nicht platzieren kann. Sehr blödes Dingsabumster. Aber wir können ja zum Beispiel einen Eukalyptus hier bei uns zu Hause irgendwie groß machen. Mal gucken, was... oh, okay. Poopy, der Entdecker, hast du das gerade eben gesehen? Ja? Hast du gerade eben mit deinem Herzchen mir angezeigt, dass du etwa diesen wunderschönen großen Baumstamm da gesehen hast? Junge, was hat der bitte schön für Holz? Wollen wir uns mal... Lass uns mal das Holz ansehen. Lass uns das erstmal ein bisschen genauer ansehen. Hätte ich jetzt eine Brille, würde ich sie mir aufsetzen, aber ich habe keine Sehschwäche. Yay. So, mal gucken, was wir hier haben. Das ist also buntes Holz, bunte Burger, Eukalyptuswood. Aus Eukalyptuswood, warte mal. Oh, jetzt habe ich gerade eben mein Dings Inventar aus Versehen sortiert. Wollte ich nicht. Aus Eukalyptuswood kann man Wood Casing machen. Okay, da kann man ganz viele tolle Sachen draus machen. Ich glaube, dafür müssten wir das, glaube ich, schneiden, um die Wooden Planks zu sehen. Ich würde aber gerne mal, ich habe nämlich noch nie buntes Holz geschnitten, um daraus mal bunte Wooden Planks rauszubekommen. Das wäre ja der Wahnsinn, wenn wir bunte Wooden Planks rausbekommen würden. Mal gucken, was die Säge draus macht. Tatsächlich, bunte, wunderschöne Wooden Planks. Was können wir mit bunten Wooden Planks anbauen? Wollen wir vielleicht eine Disco bauen aus Holz? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nehme mich nicht. Warte mal, wir können ja Dings einen kleinen Joke hier hinbauen. So, vielleicht mal hier so ein bisschen, ne? Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Farbe im Boden mit drin. Da haben wir hier ein bisschen mehr so diese Dynamik, so, die wir schon die ganze Zeit vermisst haben. Ein bisschen so den Kunterbund mit reinbringen, obwohl wir hier nicht in Kunterbund sind. Aber das ist so ein bisschen mit Liebe, ja? Die Leute werden sich dann immer fragen, oh, was ist denn da immer Buntes? Aber wir wissen dann natürlich, dass es von unserem wunderschönen Eukalyptusbaum abstammt, ja? Der jetzt in der Mitte irgendwo ein bisschen kein Holz mehr hat. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Grund zur Verzweiflung, denn wir fixen das natürlich. Wir sind doch Handwerker. Hier, das ist der Wahnsinn. Guckt ihr das an? Das ist eine Meisterleistung. So, wir können allerdings noch irgendwie hier so ein paar kleine Bäume hinplatzieren, dass wir hier noch ein bisschen so diese Dings haben, bis wir kein Bone Meal mehr haben, dass wir hier noch ein paar Dings Bäume hinplatzieren. Und ich merke gerade, dieser Baum hat anscheinend irgendwie ein bisschen festeren Grund, so wie es aussieht. Der hat sich einfach mal gegönnt, der will nicht umfallen, der gute Alte, ne? Dann können wir hier wahrscheinlich nochmal, ich werde jetzt mal keine weiteren Eukalyptus hinpflanzen, weil ich nämlich, oh Mann, die sehen alle so bescheuert aus, diese Bäume von mir. Oh nein, warte mal. Das heißt, hier ist unser wunderschönes Feld, das sieht ganz gut aus. Ich wollte eigentlich hier nochmal eins und dann zwei und dann drei und dann vier. Ne, drei reicht, glaube ich, erstmal. Und dann hier erstmal einen hinplatzieren, dann hier nochmal einen hinplatzieren und hier, komm schon, warte, ja, bitte nochmal hier einen hinplatzieren. So, dann haben wir hier so eine kleine Baumstrecke und dann sind wir auch so ein bisschen mehr abgeschottet, ja, weil ich möchte nicht gerne die ganze Zeit offen stehen, wenn ihr wisst, was ich meine, weil ich möchte nämlich gerne ein kleiner, allerdings verschlungener Kerl sein, weil ich möchte nämlich hier in diese Richtung, komm schon, Mist, wie viel Bone Meal haben wir noch? Sieht ein bisschen mau aus vom Bone Meal her. Ich glaube, wir haben sogar gar nichts mehr, aber ich glaube, wir lassen das jetzt einfach mit dem Sonnenlicht wachsen, weil wir haben ja auch schon die Bestätigung von unserem guten Solarzellen, dass wir ja genug Sonnenlicht haben. Ja, das Sonnentagslicht steht ja natürlich am höchsten Punkte und dann können wir uns ja gleich mit anderen Sachen beschäftigen. Habe ich nicht recht, Poopy, der Entdecker? Hä? Poopy, ist alles in Ordnung bei dir? Und bei dir, Poopy, da hinten? Wie beißt du es denn an? Petri Hai, mein Freund. So, kennt ihr Petri Hai übrigens? Das heißt übrigens, wenn man das, wenn jemand angeln geht, wenn jemand sagt, hey, ich gehe angeln, dann muss man zu ihm sagen, Petri Hai, ja, weil das bringt ihm nämlich Glück. Das ist sozusagen so ein kleiner Zwischenruf, den Angler zwischen sich machen. Das ist nochmal ein bisschen unnützes Wissen für zwischendurch von dem guten alten Roman. Yeah. So, wir machen jetzt weiter und lesen mal einen kleinen Brief. Chill bei mir in der Snack? Warte mal, von Jack? Wer ist denn Jack? Hey, Roman, ich habe im Katalog Spaßkasten gelesen und habe mir sofort gedacht, dass ich in diese Stadt muss. Es gibt einen Katalog von unserer Stadt.
Das ist cool. Hier dürften ja eigentlich alle Dudes Spaß haben. Besuch mich doch mal. Ganz gechillt am Ende der Stadt in meinem Laden, den ich hier eröffnet habe. Bisschen Kleingeld ist dazugelegt. Oh, okay, cool, Alter. Wir haben ein bisschen etwas an Kleingeld gefunden, ne? Sehr coole Sache. Heißt also, wir haben also 46 Münzen am Start und können jetzt wahrscheinlich damit ein bisschen einkaufen, ein bisschen machen, ein bisschen tun. Okay, Pupis, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr allerdings passt hier auf die gute alte Stube auf, ne? Nicht, dass hier irgendwie noch jemand einbricht oder sowas in der Art, ne? Ihr versteht, was ich meine und das gilt auch für dich auch, ja? Ich weiß, du wirst dich wahrscheinlich in deinem ganzen Leben lang nie wieder irgendwie irgendwo fortbewegen können, aber du bleibst da jetzt wahrscheinlich drin. So, wir müssen jetzt zum Ende der Stadt laufen, weil hier nämlich irgendwo eine Snackbar aufgemacht hat und dann können wir mal schauen, um was es denn sich hier gerade handelt. Wow, was ist denn das bitte? Wir haben hier einen Dingsabumster. Irgendeine Art Gebäude oder sowas mit dem J oben drauf. Übrigens, ich habe hier noch das Haus hier ein bisschen weiter erweitert, ne? Da ist die gute alte Karen M. Taylor, glaube ich, sogar noch drin, ne? Karen M. Taylor? Oder schwimmst du gerade wieder im Wasser, so wie immer? Ja, du schwimmst so wie immer im Wasser. Okay, was ist denn das? Warte mal, wir haben ja hier so eine Art Dings, Getränk oder sowas. Eine Art Junge, wie cool sieht das denn aus? Ist aber echt ein bisschen am Ende der Stadt, so wie es aussieht. Hat wahrscheinlich irgendwie nicht so den besten Bauplatz hier bekommen im Spaßkasten, aber hey! Das sieht echt cool aus. Das ist wie so eine Art kleiner Drink, den man dort bei diesem J ja irgendwie hinfassen kann. Da ist übrigens die Arena von damals, ne? Und dann haben wir hier nochmal ganz gechillt den Strohhalm, ne? Kann man in den Strohhalm zufällig reingehen? Das wäre mega cool. Oh, kann man sogar? Oh nein, leider ist der Strohhalm ein bisschen zu klein, aber der ist fast real, Alter. Okay, sieht super nice aus. Hier ist sogar der Eingang. Okay, cool. Ist also J wahrscheinlich für Jack oder sowas. Eine Art, mal gucken, was wir hier drin so haben. Oh man, cooler Eingang. Norbert, hey, Norbert? What the fishery do? Was geht bei dir ab, Alter? Hey, Roman, was geht? Nicht sehr viel. Wie viel geht bei dir? Ich versteck mich hier gerade im Elektronikladen von meiner Frau. Norbert, das ist gerade kein Elektronikladen, das ist ein Getränkeladen. Und ich merke gerade, Junge, gibt's hier viel zu kaufen. Das sind ja alles Automaten, an denen man irgendwie was kaufen kann, zu essen oder zu trinken. Weiß schon Bescheid, dass, also auf jeden Fall, du versteckst dich anscheinend vor deiner Freundin. Okay, gut, ich werde wahrscheinlich nicht sagen, dass du hier bist. Yo, und du bist dann wahrscheinlich Jack, habe ich recht? Bist du der gute alte Jack? Hey, du, hast du meinen Brief bekommen? Ja, ich habe deinen Brief tatsächlich bekommen, also war auch ganz schön gut. Ich habe mir erstmal gedacht, dass ich hier mal eine chillige Snackbar eröffne. Ich finde, die Stadt hat ein bisschen Farbe verdient und hier ist sie, mein Geschäft. Also willst du jetzt sagen, dass dein Geschäft also hier die Farbe der Stadt sein soll? Ja gut, wenn man jetzt irgendwie genau richtig überlegt, ist dein Haus wirklich das Einzige, was irgendwie eine Farbe hat. Aber naja, du solltest dich hier nicht so groß aufstehen, Kumpel. Falls du Bock hast, kannst du hier gerne eine Coke oder eine Cola besorgen. Sag mal, ist Coke und Cola nicht das Gleiche? Nur feinstes Zeug hier. Jack, du scheinst echt ein komischer Kerl zu sein. Und geh bloß mit deinem Startkapital vom Brief sorgfältig um. Okay, das heißt, wir können also hier mit unserem Startkapital, was du mir geschenkt hast, also hier ein bisschen chillen und ein bisschen einkaufen. Okay, wir haben hier also eine Coke, wir haben hier eine Pepsi. Ich weiß jetzt nicht, was besser schmeckt. Ich weiß nicht, was euch besser schmeckt. Schmeckt euch besser irgendwie eine Coke oder eine Pepsi? Ich weiß es nicht. Wir können hier gerne mal beide ausprobieren. Wir können mal hier... Oh! Yo! Warte mal. Das heißt, warte mal. Wir können theoretisch... Oh! Leute, what? Habe ich gerade eben mit meinem riesigen Bizeps diese Dinger hier umgedreht? Wahrscheinlich schon. Mann, oh Mann. Ich bin ja irgendwie... Oh, okay. Nochmal umgedreht. Okay. Okay. Und nochmal umgedreht. Super coole Sache. Warte mal. Jetzt habe ich schon zwei Sachen hier dabei. Ich habe hier eine Coca-Cola und eine Pepsi. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich hier die Pepsi ein bisschen trinken und ein bisschen die Cola trinken. Ist echt eigentlich gar nicht mehr so cool. Warte mal. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ist gar nicht mehr so gut, ne? Aber wir haben auf jeden Fall Pepsis und Colas am Start. Was haben wir denn hier? Hier ist irgendwie so eine Art Snackautomat, so wie ich sehe. Was können wir denn da machen? Oh, müssen wir wahrscheinlich mit der Münze erstmal draufdrücken. Doritos, Hershey's, Twix, Cheetos. Ich möchte Cheetos. Ha, wo bleiben die Cheetos? Hallo? Sind hier irgendwo Cheetos? Ich habe keine Cheetos bekommen. Das Ding ist leer. Hey, da ist es sogar. Oh, mega nice, Alter. Wir haben uns jetzt Cheetos geholt. Mega cool. Warte mal, können wir uns auch Doritos holen? Zack, boom, bam. Yeah, Doritos. Das sind die aus Fusion Fall und Time Rain. Nee, nicht aus Fusion Fall, sondern nur aus Time Rain. Super nice. Mal gucken, was wir hier kaufen können. H2O ist, glaube ich, einfach nur das gute alte Wasser ohne Effekte. Das heißt, wenn wir gesund leben wollen, können wir uns einfach mal gönnen.
Hier haben wir den guten alten Pharmacy. Hier können wir uns Reconflex, Gulrax, Metalbolan oder so kaufen. Das ist wie so eine Art kleine Tablette oder so. Vielleicht kann man die auch mal... Oh, mega cool. Das ist also irgendwie so eine Art Medizinschrank. Ja? Da kann man sich auch irgendwelche Pillen kaufen. Ne? Also man kann sich damit Pillen vollstopfen und dann irgendwie Regen, Metalbolan, Retinol. Was ist Retinol? Okay, lass mal gucken. Mal gucken, mit Retinol können wir... Oh, mit Retinol können wir Nachtsicht haben. Dann haben wir eine Pille, die uns Nachtsicht gibt. Mega cool, Alter. Mal gucken, was wir da noch für Pillen kaufen können. Wir drücken wieder drauf. Wir kaufen uns mal Regenflex. Ist wahrscheinlich einfach nur eine Pille, mit der wir ganz gechillt hier regenerieren. Okay, cool. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Effekt, okay? Lass uns mal gucken, was wir uns hier noch kaufen können. Metabolan hatten wir. Gulrax. Mal gucken, was Gulrax ist. Der gute alte Gulrax ist Water Briefing. Cool. Das heißt, wenn wir mal unter Wasser irgendwie tauchen müssen, können wir uns hier einfach mal ein paar Tabletten holen. Super nice. So, wie hier wieder H2O. Hat sich anscheinend nichts geändert, aber das sind echt coole Maschinen hier. Okay, das ist anscheinend der gute alte Getränkeladen vom guten alten Jack. Scheint eine Bereicherung zu sein. Falls ihr weitere Läden haben wollt, müsst ihr mir auf jeden Fall einen weiteren Daumen nach oben da lassen. Und ich hoffe natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Falls ja, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Man sieht sich in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao!